So, dies ist ein Hamburger Hafen, das ist ein Tidengewässer, 5 Stunden auflaufend und 7 Stunden ablaufend. Aber der Butt wird meistens gefangen erst im Herbst, aber der Butt ist im ganzen Jahr da. Nur er kommt, im Sommer kommt er hier rein und frisst sich voll. Und so im September bis Dezember oder wie auch immer, der wandert der Butt ab ins Wattenmeer zum Laichen. Aber er kommt im Sommer hier rein, um sich richtig voll zu futtern. Und man kann hier in Hamburger Hafen von der Vettler Elbbrücken bis Finkenwerder rauf und der Elbe überall angeln. Butt sind im ganzen Hafen, in den Seitenkanälen, es sind überall Butt in Hülle und Fülle. So, beim Buttangeln ist am besten bei ablaufendem Wasser, da die Strömung immer ein bisschen stärker ist, ein 150 Gramm Krallenblei. Die Krallen ein bisschen ausbiegen, damit er sich im Grund festhakt. Sonst beim normalen Laufblei wird das von der Strömung so an die Kante reingedriftet, das bringt nichts. Dann geht jetzt der Wurf und immer die besten Erfahrungen hat man dabei gemacht, habe ich zumindest gemacht, weit draußen im Strom. Ja. Warum? Und eine Rute muss man nehmen, die mindestens so 220 bis 250 Gramm Wurfgewicht, ideale Wurfgewicht. Und dann können die Ruten ruhig bis 420 hier an der Keilmauer lang sein. So, und jetzt geht er an die Wurf. Die Füße so weit wie möglich haben es. Die rechte war das, glaube ich. Die machen nur Rock. Ja? Ja, ja, und dann ist so wie dieser linke Biss, extreme Biss. Das ist oft, das kann auch ein Ohr sein, aber der Butt beißt es meistens so, einmal kurz und dann ist Ruhe und dann schluckt er ihn ein. Deswegen kann man ruhig ein paar Minuten warten, nicht sofort anhauen, dann hat man meistens die Fehlbisse. Man kann ruhig warten. Wenn der Butt ihn hat, dann ist die Sache erledigt. Der Haken sitzt. So, bei der Angelerfahrung habe ich gemerkt, nur mit geflochtener Schnur angeln, da die im Strom straffer liegt wie monophile Schnur. Ja. Und auch selbst beim Angeln, wenn die Schnur richtig stramm ist, oft sitzt der Aal schon dran, nur durch diese geflochtene, stramme Schnur, weil die gerade und nicht dehnt. Und beim Vorfach nehme ich meistens Amisia-Vorfach. Ja. Aber das ist ja auch eine dicke geflochtene, ne? Ja, 25er. 25er? 25er. Geflochten. Das ist ja schon fast ein Ankerseil, ne? Ja. Hm? Jo, ist wieder am Boden. Komm hier. Oh, komm hier. Ist wieder gut. Was man beim Buttangeln berücksichtigen muss, man muss mindestens alle Viertelstunde, 20 Minuten mal nachgucken. Oft sind die Butt schon dran, ohne dass man den Biss gesehen hat. Das sind alles so Erfahrungswerte, die man so im Laufe der Jahre gemacht hat. Die Konterblei, die 3 Bock, wird aus dem Grunde dran gehängt. Wenn hier scharfer Wind ist und die Bisse sind so hart und eine Rute nimmt man hoch, da kann man das Pech haben vor dem Wind und so, denn vor dem Anschlag kippt der ganze Bock um. Und dieser Bock, den ich hier habe, der ist doch im Verhältnis ein bisschen klein. Viele machen sich einen Plastikbeutel und packen da ordentlich Steine rein, dass das mehr Druck auf den Bock kommt. So, ist wieder einer. Die ist auch gut. Die kannst du mit nach Hause nehmen. Hier ist ein Buch für die. Dieser linke Butt, das ist so im Allgemeinen, die man fängt, diese Größe. Und der große, das ist schon einer, der kommt nicht so oft vor. Wenn man Glück hat, erwischt man so einen, aber im Schnitt ist das dieser Butt der kleinere. Wie groß ist der große ungefähr? Der hat 40. Und der kleine? Der hat ungefähr so 25, 27. Das ist so der Schnitt bis 30 cm.
das sind schon ganz gute Bots. Aber diese großen und diese Bot im Hafen, der Fisch ist so sauber, der schmeckt gebraten sehr gut. Und bei dieser Größe muss man die Bot auch räuchern. Aha. Ja, ein geräucherter Bot ist eine Delikatesse. Ja, wirklich. Bot ist genug da, ne? Ja, Bot, sag ich doch. Bot ist immer da. Mal mehr, mal weniger. Heute sind nur mal zu viele Kleine dabei. Aber das ist so. Jeder Tag ist ein Angeltag, nur kein Fangtag.